Liebe Geschwister im Islam, wir haben in der letzten Woche mit dem Dawa-Kurs angefangen. Wer von denen, die heute hier sind, war letzte Woche schon beim Dawa-Kurs dabei? Wer hat den im Internet gesehen, den Dawa-Kurs? Okay. Weil normalerweise, ich habe 18 Fragen gestellt, normalerweise könnte ich die jetzt abfragen mal. Die Frage. Erste Frage war, weil, Brüder, worum geht es eigentlich hier in dieser ganzen Sache? Warum machen wir einen Dawa-Trainingskurs? Vielleicht kann mir das einer beantworten. Oder vielleicht jemand, der nicht dabei war, vielleicht hat er eine Idee. Warum machen wir einen Dawa? Ja, bitte. Ja, wenn ein Christ oder Prophet, dann bin ich die Antwort. Ja, der Bruder sagt, wenn ein Christ oder so fragt, also je nachdem, was er ist, oder so bedeutet, oder Jude oder was auch immer der Atheist, ja, dass man ihm eine Antwort geben kann. Ja, andere Bruder, ja. Dass wir den Islam so drauf haben, dass die ganze Menschheit davon profitiert, dass die ganze Menschheit Muslim wird. Genau, die ganze Menschheit, der Bruder sagt, damit wir so viel lernen, damit wir die ganze Menschheit zum Islam einladen können. Noch andere Sachen. Ja, bitte. Ja, weil es unsere Pflicht ist, Dawa zu machen. Dazu muss man auch genügend Wissen haben. Im Prinzip, ja, das ist alles richtig, was ihr gesagt habt. Aber ich könnte ja auch sagen, ja, okay, dann mache ich halt eben einfach weiter und was die anderen machen, ist mir auch Schnuppe. Ist mir auch egal. Warum sage ich dann gerade, nee, wir wollen jetzt Leute ausbilden. Wir wollen ganz über 6 Monate den Leuten einen Unterricht geben, dass die auf alles ein Argument haben. Warum das, ja? Es gibt bestimmte Gruppen, die wissen, wie mit Muslimen zu sprechen haben. Ja. Bestimmte Takte, mit Muslimen müssen wissen, wie sie dagegen zu kämpfen haben. Also ja, genau. Ja, er sagt, es gibt bestimmte Gruppen, die haben extra gelernt, wie zum Beispiel Zeugen Jehovas, ich will den Namen, die haben extra Taktiken, wie sie mit Muslimen reden. Und wir lernen jetzt, wie wir reden wir mit denen. Jetzt wird zurück, jetzt geht's in die andere Richtung, inshallah. Ja. Zeugen Jehovas, jetzt habt ihr Pech gehabt. Meine Freunde, ja, oder so. Ne? Jedenfalls. Aber ich sage, warum wollen wir dann so viele haben? Wir wollen viele Leute haben, die zum Weg Allahs rufen, weil wir dann an 100.000 Stellen gleichzeitig sind. Ja? Wenn wir 3, 4 Leute haben, die richtig Dawa machen oder die ein bisschen was gelernt haben, ein bisschen sage ich extra, ja, dann sind die an diesem oder jenem Ort. Aber wir wollen in jeder Stadt Tausende haben, die Gas geben. Allahu Akbar! Allahu Akbar! So muss das sein. Da muss jeder motiviert sein. Stimmt's oder habe ich recht? Siehst du? So. Und wie gesagt, wir machen einen richtigen Kurs und der wird folgendermaßen sein. Jedes Wochenende gibt es Unterrichte. Ich werde bestimmte Fragen zu den Unterrichten und bestimmte Aufgaben geben. Heute dieser Unterricht, der heute stattfindet, hier gibt es keine Fragen, die man später beantworten muss. Sondern was man machen muss ist, wir machen dann im Juni inshallah 1 Monat Pause, damit man sich vorbereiten kann. Man hat also praktisch alle Fragen, die im Test kommen, schon da. Jetzt von dem ersten Test kommen 18 Fragen da. Und dann im Juli oder August machen wir dann einen Test irgendwo. Ja, oder an mehreren Stellen. Und da gibt es bestimmte Aufgaben, die man machen muss. Und das wird dann ausgewählt. Man muss 90% der Punkte haben. Weil, Brüder, wir wollen euch von Konsumenten zu Produzenten machen. Bisher sind alle Konsumenten. Ja, man geht zum Unterricht, sagt, MashaAllah, Pierre Vogel hat Erkan von der Dönerbude gesagt. Oder so, haha, war witzig gewesen, ja. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass ihr was mit nach Hause nehmt. Schaut mal, stellt euch mal vor, alle Unterrichte, die ihr mitbekommen habt, die ihr nehmt, zum Beispiel alle Unterrichte von heute. Stell dir mal vor, du wärst heute mit einem Blatt Papier hingekommen, hättest dir alle Argumente aufgeschrieben. Dann könntest du die Vorträge jetzt selber geben. Stell dir mal vor, was die Leute davon profitieren würden und wie du davon profitieren würdest. Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen. Diese Religion basiert auf Wissen und wir wollen, dass jetzt die Leute diesen Test mitmachen, inshallah. Für heute gibt es eine Aufgabe. Man soll nur schriftlich eine DIN A4 Seite oder 2 DIN A4 Seiten diesen Vortrag, den ich heute mache, später zusammenfassen. Es sind keine Fragen sonst dabei, nur Schrift zusammenfassen. Weil wenn man das einmal gehört hat, kann man sich daran erinnern. Dieser Unterricht heute ist viel einfacher als der erste. Weil der erste, wir haben erstmal gefragt, was bedeutet Dawa sprachlich? Da haben wir gesagt, das bedeutet sprachlich einladen, aufrufen. Dawa ilallah, dass man zu Allah aufruft. Dann haben wir gefragt, welche 4 Dinge behandelt die Dawa? Dann haben wir gesagt, erstmal der Aufruf an Allah zu glauben, ihn alleine zu dienen, die Taten zu machen, die er befiehlt und die Dinge zu lassen, die er verbietet. Diese 4 Dinge. Dann haben wir gefragt,
Nenne Beweis, dass die Dawah sowohl an Muslime als auch an Nicht-Muslime gerichtet ist. Da sagt der Prophet, a.s. Man da'i, willst du sagen? Sag auf Deutsch. Also im Hadith hat er gesagt, wer zu einer guten Tat aufruft, ja, der bekommt die Tat auch, ohne dass dem anderen was abgezogen wird. Ja, genau, so ungefähr. Wer zu einer Rechtleitung aufruft, man da'i la hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Das heißt, wer zu einer Hudda aufruft, und hier ist der Beweis, dass es auch an die Muslime gedacht ist, also dass man, auch wenn ich zum Beispiel zu einem Muslim sage, bete, das ist auch eine Dawa. Warum? Weil ich rufe zu einer Rechtleitung auf. Der Prophet sagt nicht, man da' ila al-Huda. Wenn er sagen würde, ila al-Huda, was ist mit al-Huda gemeint? Der Islam. Das heißt, er sagt nicht, wer zum Islam aufruft, so hat er den Lohn dafür und der Lohn, der ihm folgt, sondern wer zu einer Rechtleitung aufruft. Und das ist eine Regel in der arabischen Sprache, dass es immer umum ist, wenn du zum Beispiel in diesem Zusammenhang ein Nekira, also diese unbestimmte Form hast. Ja? Dann geht es weiter. Vier Dawa-Gruppen. Mit welchen Gruppen wird Dawa gemacht? Vier Arten von Dawa, mit vier Gruppen, ja. Ahlul Bidah, ja. Das heißt, die Leute, die neue Dinge in der Religion erfinden, dann? Leute, denen man sagen kann, die es auch direkt annehmen. Also Leute, wenn man es ihnen sagt, die ohne... Ja, das ist jetzt was anderes. Das ist über den Vers, Sure 16 Vers, aber du bist schon auf dem richtigen... Aber alleine dadurch hast du schon viel gemerkt. Alhamdulillah, Jazakallahu khairan. Dann natürlich Nicht-Muslime, dann Muslime, die schlechte Taten machen, und viertens diese Art von Ta'lim, wie wir sie heute machen. Dass man weiter in der Religion dazulernt. Dann weiter. Was ist das Ziel des Kurses und was ist dein Ziel? Das Ziel des Kurses, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass wir Duat ausbilden. Dass überall Dawa ist. Guck mal, heute sind wir in dieser Moschee. Wir haben heute Samstag. Normalerweise muss in jeder Moschee in Deutschland, heute so etwas stattfinden, wo so viele Jugendliche da sind. In jeder Moschee. Guck mal, wie viele Jugendliche da draußen sind. Brüder, das muss das Ziel sein. Ihr müsst ein Ziel haben, Brüder und Schwestern. Ein Ziel muss man haben. Jeder Mensch, der etwas erreichen will im Leben, muss ein Ziel haben. Wenn du in die Schule gehst und du hast kein Ziel, du wirst versagen. Wenn du Sport machst und du hast kein Ziel, du wirst der Schlechteste in der Mannschaft sein. Wenn du zur Arbeit gehst und du hast kein Ziel, die werden dich irgendwann rausschmeißen. Aber wenn du ein Ziel hast, dann kannst du was erreichen. Jeder Mensch, der im Leben etwas erreicht hat, der hatte ein Ziel. Nelson Mandela hatte ein Ziel. Und der war im Knast, lebenslänglich sollte im Knast bleiben, 27 Jahre im Knast, und ist danach Präsident von diesem Land geworden und hat dafür gesorgt, dass die Schwarzen und die Weißen dieselben Rechte haben. Das ist ein Nicht-Muslim, ein Kafir, der das geschafft hat, weil er ein Ziel hatte. Bruder, was denkst du, wenn du ein Ziel für Allah subhanahu wa ta'ala hast? Schwester, was denkst du, wenn du ein Ziel für Allah subhanahu wa ta'ala hast? Wo Allah sagt, in tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, dann wird er euch helfen. Wo Allah sagt, in yansurkumullahu falla ghaliba lakum. Wa in yakhzulkum faman dha alladhi yansurkum min ba'di. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Wenn Allah euch hilft, so kann euch keiner besiegen. Und wenn er euch im Stich lässt, wer will euch danach helfen? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Deswegen mache ein Ziel für Allah. Und morgen sitzt du hier vorne. Mit mehr Wissen als ich. Weil das, was ich habe, ist nur ein kleiner Bestandteil. Nehme dir ein Ziel vor, du bist jung. Gehe zur Schule, sage, ich will es denen zeigen. Ich will Abitur machen. Die denken, wir sind die Dummköpfe aus den arabischen und muslimischen Ländern. Ich will das beste Abitur machen. Und ich will danach Islam studieren. Und ich will danach der ganzen Welt beweisen, dass der Islam die Wahrheit ist. Der Welt will ich das beweisen. Und glaub mir, Brüder, fangt heute hier an. Mach diesen Kurs mit, egal wie alt du bist, egal wie klein du bist, und du wirst davon profitieren. Egal ob Männlein oder Weiblein. Nimm ein Ziel, nimm dir ein Ziel vor,
die Religion des Propheten a.s.w. verteidigen zu können. 60.000 Bücher, 60.000 Bücher und noch mehr sind in den letzten 100 Jahren gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschrieben worden. Subhanallah, die Sahaba hatten die Möglichkeit, den Propheten alaihi salatu wasallam mit dem Schwert zu verteidigen. Du hast die Chance, den Propheten mit deiner Zunge zu verteidigen, mit deiner Tinte zu verteidigen. Und Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, einer der größten Muhaddithun der Umma, sagt, al-dhibbu an-sunna khayrun min al-jihadi fi sabilillah. Er sagt, die Verteidigung der Sunna ist noch besser als der Kampf auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist seine Meinung. Er ist ein großer Gelehrter. Er ist ein großer Gelehrter. Das heißt, ihr müsst wissen, welchen Wert diese Aufgabe habt. Man kann so viel kämpfen, wie man will. Wenn die Sunna weggegangen ist, ist sie weg. Diese Religion muss bewahrt werden. Schau dir da draußen an, wie viele von deinen Schwestern weg sind. Musliminnen, die im Bordell arbeiten. Muslime, die Zuhälter sind. Gestern ein Bruder in der Moschee. Ein Bruder in der Moschee sagt mir, sein Bruder ist jetzt für 3 Jahre in den Knast gegangen wegen Zuhälterei. Der andere Bruder ist in der Moschee. Bruder, ist das das Bild des Islam? Deswegen, Brüder, ist es jedem seine Verantwortung, hier Gas zu geben. Schaut euch den ersten Vortrag an. Ihr habt dann noch mal 1 Monat Zeit und versucht, alle Dinge aufzuschreiben. Nehmt euch einen Block, schreibt die Antworten auf diese Fragen auf. Zum Beispiel, ihr macht euch das so. Ich zeige euch ein paar Tipps, wie man gut lernen kann. Zum Beispiel, du nimmst dir jetzt Frage Nummer 1, schreibst du hier. Du schreibst die Frage auf. Was heißt Dawa sprachlich? Mit einem roten Stift. Dann schreibst du hier mit einem grünen Stift die Antwort. Zum Beispiel. Und dann kannst du später, machst du so, mit einem Block, Frage, okay, die Antwort. Frage, okay, die Antwort. Okay? Und dann hast du nachher diese ganzen Antworten im Kopf. Glaub mir, was meinst du, wenn du ein halbes Jahr so arbeitest? Ach, da wird dein Wissen sowas von verstärken. Und jetzt, heute machen wir nur einen allgemeinen Unterricht. Ja? Ich wollte euch nur nochmal auf den ersten Unterricht aufmerksam machen, weil ich möchte gerne, dass ihr vom Konsumenten zum Produzenten wird. Jetzt seid ihr Konsumenten, ihr kommt zu Vorträgen, Mashallah, es war schön gewesen, wir haben was Schönes, es ist alles gut. Besser du bist Konsument hier, als dass du Konsument im Checkers hier bist in Düsseldorf. Ja, das ist so. Besser du bist Konsument hier, als dass du Konsument hier beim Zigarettenautomaten bist. Ja? Aber du musst vom Konsumenten, der nimmt, musst du werden, der nimmt und der gibt. Und ihr könnt das. Brüder, ich, wie kommt das, dass ich hier sitze? Ich habe ein Ziel gehabt. Ich habe ein Ziel gehabt. Wie kommt das, dass andere, die mehr wissen als ich, nicht hier sitzen? Weil die kein wirkliches Ziel haben. Der hat gelernt, der kann Koran auswendig, der hat dies auswendig, das auswendig, der sitzt hier nicht. Warum? Er hat kein Ziel. Einfach gelernt, ja, macht Spaß. Es ist so. Habt ein Ziel, nehmt euch ein Ziel vor, sagt, oh Allah, ich will deine Religion verteidigen. Mit meiner Zunge und mit der Tinte. Dann fangen wir heute an. Ich habe einige Punkte aufgeschrieben und der heutige Unterricht heißt 11 Punkte, um erfolgreicher in der Dawa zu sein. Das sind 11 Punkte, um erfolgreicher in der Dawa zu sein. Der erste Unterricht war Einführung in die Dawa. Heute ist 11 Punkte, um erfolgreich in der Dawa zu sein. Und womit hat der heutige Unterricht vor allen Dingen zu tun? Der heutige Unterricht hat vor allen Dingen mit dem Teil des Verses zu tun, wo Allah sagt, in Sure 16, Vers 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Rufe zum Weg deines Herrn mit Hikma. Weisheit. Und Weisheit ist nicht nur, dass man lieb und nett und ach ja, ist ja alles wunderbar, Friede, Freude, Alkohol. Entschuldigung, 12 Punkte, um in der Dawa erfolgreicher zu sein. Ja? Ja? Sondern Hikma ist auch, dass man die richtige Sache an die richtige Stelle sitzt und verschiedene Punkte beachtet. Und ich will auf einige Fehler eingehen, die viele Menschen in der Dawa machen, wenn sie mit Nichtmuslimen über den Islam reden. Und einige Tipps zur Verbesserung darstellen. Und dann möchte ich von vornherein sagen, diese Punkte heute sind nur Tipps zur Verbesserung. Ich habe schon oft Leute gesehen, ich war selber auch schon im arabischen Ausland gewesen und in manchen Ländern gibt es Dawatul Jaliyat, so Organisationen,
die Dauer mit Ausländern machen. Die haben dann ein Programm von ihrem Vorgesetzten oder von dieser Dauer-Institut, wie die mit Leuten vorgehen müssen. Ja, sage nicht dies, sage nicht das, sage nicht das, sage nicht dies, sage besser Gott als Allah und sage besser, weil das könnte die Leute verwirren, nenne keine Sachen, die die nicht verstehen, rede nicht von irgendwelchen Gelehrten. Und die Leute sind auf einmal voll verkrampft. Ja, die machen Dauer und denken immer, oh, hoffentlich sage ich jetzt nicht dieses, hoffentlich sage ich jetzt nicht jenes. Ja, dies sind nur Tipps. Brüder, wichtigste ist, du rufst auf. Wichtigste ist, du rufst auf. Hier sind Tipps, um uns zu verbessern. Heißt nicht, wenn du jetzt einmal hier eine Mukhalafa machst in dieser Sache, dass das jetzt alles für die Katze war. Aber ich gebe euch einige Tipps, auf die man achten muss, okay? Nicht, dass man nachher ist, oh, hoffentlich sage ich jetzt nicht, hoffentlich erwähne ich jetzt nicht den Namen von einem Gelehrten. Oh, hoffentlich sage ich jetzt nicht Allah statt Gott. Hoffentlich sage ich jetzt nicht dieses oder jenes. Sondern, Brüder, ganz cool bleiben. Das Wichtigste in der Dauer ist Selbstbewusstsein. Und darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Selbstbewusstsein. Das ist immer das Wichtigste. Wie soll jemand von dir den Islam annehmen, wenn der selber merkt, du bist, ja, ich weiß auch nicht, ja, also wir sind eigentlich auch ganz nette Leute. Ja, dann denkt er, was hat der zu verstecken, der Typ? Also kannst du im Leben nichts erreichen. Du kannst du nirgendwo was erreichen. Stell mal vor, du gehst zu deiner Arbeitsstelle, der sagt zu dir, was denken Sie, können ja, für den Job, Sie wollen sich für den Job bewerben. Ja, wissen Sie, ich bin eigentlich gar nicht so unfähig für diesen Job. Dann sagt er, ja, gehen Sie nach Hause, wenn Sie nicht fähig sind für diesen Job. Jahiliya-Zeit, stell mal vor, du gehst zu einer Frau auf der Straße, ich gebe euch das Beispiel für die Jugend, du sagst, ja, ich weiß, ich bin hässlich, aber, dann sagt ihr, dann hau ab, geh nach Hause, Typ. Verstehst du, man muss selbstbewusst sein. Ich meine, ich sage euch jetzt nicht, ihr sollt da hingehen. Alles okay? Alles okay? Nee, ich dachte, es gibt irgendwas. Oder? Vielleicht ja. Versteht ihr, ich sage euch das nicht. Ich sage euch das nicht zum Nachahmen, weil wir wissen, Zina ist im Islam verboten. Aber ich gebe euch das als Beispiel, damit ihr versteht, worum es geht. Ja? Der Prophet sagt, die meisten, die heute vor mir sitzen, sind Leute, die hier aufgewachsen sind. Richtig? Kann man mich hören? Versteht ihr, die meisten, ich habe das Beispiel gegeben, weil die meisten hier sitzenden Leute, die hier aufgewachsen sind, und die kennen diese Beispiele. Damit ihr versteht, worum es geht, nicht zum Nachimitieren jetzt in dieser Beziehung. Ja. So, jetzt. Erstmal, was man erstmal wissen muss, ist, was ist deine Aufgabe? Ist es deine Aufgabe, die Leute zum Islam zu bringen? Nein. Das ist die Aufgabe von Allah. Allah sagt im Koran, إِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَاءُ. Du kannst nicht den Recht leiten, den du liebst, sondern Allah leitet Recht, wen er will. Allah leitet Recht, wen er will. Du kannst nicht Recht leiten. Was ist deine Aufgabe? Wie in Surat al-Yasin steht, Surat al-Yasin, was sagen die Gesandten, die zu dieser Stadt gekommen sind? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Uns obliegt nur was? Die deutliche Verkündung. Das heißt, das, was dir obliegt, ist, den Leuten das beizubringen. Den Leuten den Islam zu zeigen. Dein Ziel ist es nicht, deine Pflicht ist nicht, dass der Islam annimmt. Warum erwähne ich das? Weil viele Leute hier verzweifeln. Viele Leute, die reden mit jemandem, ich habe es eben noch mitbekommen. Die sagen dann, ja, ich habe mit dem und dem geredet, der hat das nicht angenommen. Ja, achi! Der Prophet a.s. hat mit hunderten Leuten geredet, die den Islam nicht angenommen haben. Die haben mich mit Steinen beschmissen. Allah leitet recht. Deine Aufgabe ist, die Botschaft zu geben. Ich sehe das oft. Der sagt, ja, der hat zu mir dieses oder jenes gesagt. Dann sage ich, ja, dann musst du das und das sagen. Ja, aber hat er trotzdem nicht angenommen. Ja, das ist sein Problem. Du sagst ihm, er muss Islam annehmen. Wenn er danach keinen Bock hat, Islam anzunehmen, das ist sein Problem. Das ist dann sein Problem. Allah leitet recht, wie er will. Mach Dua für ihn und mach Dawah mit ihm. Deine Aufgabe ist, ihm den Islam beizubringen. Deine Aufgabe ist nicht, dass er Islam annimmt. Allah leitet recht. Es gibt zwei Arten von Hidayah, Rechtleitung. Hidayatul Irshad und Hidayatul Tawfiq. Hidayatul Irshad ist die Rechtleitung des Weges zeigen. Und Hidayatul Tawfiq ist die Rechtleitung des Erfolges. Das heißt, du zeigst ihm den Weg, aber ob er Erfolg hat und diesen Weg geht, das ist einzig und Allah seine Sache.
Es sind Leute, die mit dem Propheten alayhi salatu wasalam verwandt waren, sind in die Hölle gegangen. Abu Lahab, der Sohn von Nuh alayhi salam, ist in die Hölle gegangen. Nuh! Meint ihr, Nuh alayhi salam, einer der größten Propheten von Ulul Azm, hat keine Argumente? Deswegen, Brüder und Schwestern, denkt nicht, wenn jemand nicht darauf reagiert, dann habt ihr was falsch gemacht. Das ist sein Problem. Und ihr müsst eins wissen, manchmal gibt man jemandem eine Dawa. Das ist der erste Punkt, was die Aufgabe ist. Der erste Punkt ist, was ist die Aufgabe. Manchmal gibt man einem einen Punkt, eine Information, und die ist wie eine Saat. Wenn du eine Saat in den Boden reinsetzt, wann kommt die raus? Die kommt manchmal am nächsten Tag raus, je nach Baum. Und manchmal kommt diese Saat nach Jahren raus. Manchmal kommt die Saat nach Jahren raus. Im Islam ist genauso. Manche Leute, du redest mit ihnen, du sagst Islam, du redest mit ihm in der ersten Sitzung, er sagt Allahu Akbar, ich nehme Islam an. Der hört nur den Erwähnen, er nimmt Islam an. Der sieht jemanden zu Schuld machen, er nimmt Islam an. Das ist die Saat. Du sagst zu ihm, nimm den Islam an, der Islam ist ja erst recht, nimm Islam an. Der andere, du redest mit ihm 20, 30 Jahre, kurz vor seinem Tod nimmt der Islam an. Bilal Phillips, ein ganz großer Daya, der also gerade mit Nichtmuslimen, der hat auch einen Doktortitel und so im Islam. Seine Eltern, nach über 20 Jahren Dauer, kurz vor ihrem Tod, haben sie den Islam angenommen. Deswegen nie aufgeben. Niemals aufgeben. Denn es kann manchmal sein, und das ist sehr wichtig, deswegen sage ich, was ist deine Aufgabe? Zeigen, nicht recht leiten. Und dann musst du hierbei wissen, manche Leute sehen aus, als wenn sie den Islam nie annehmen. Aber sie haben ihn plötzlich angenommen. Und manche Leute, die sind so nah vom Islam, die nehmen den niemals an. Beispiel. Beispiel, Umar al-Khattab, Khalid ibn al-Walid. Diese Imame dieser Umma, radiyallahu anhuma, sie waren weit weg vom Islam. Sie wollten alle beide den Propheten a.s. umbringen. Kannst du dir das vorstellen? Sie haben mit dem Schwert gegen ihn gekämpft. Nicht wie hier, deine Oma oder irgendjemand, die vielleicht sagt, ja, ich glaube da nicht dran, ich bin katholisch oder sowas, ja. Sondern die haben mit dem Schwert gegen ihn gekämpft. Und die kennen ihn. Die wissen, er ist der wahre Prophet. Die wissen, der lügt nicht. Und was ist? Die haben ihn bekämpft. Also sie sind weit weg. Also es ist schlimmer, einfach zu sagen, ach ja, der ist ein netter Kerl. Zum Beispiel, jetzt das Beispiel. Der Prophet Mohammed, der ist auch ein guter Mann. Aber ja, ich habe ja meine Religion, ich bin ja dieses oder jenes. Als jemand, der den bekämpft mit dem Schwert. Der eine ist schlimmer, der mit dem Schwert bekämpft. Aber auf einmal sind sie zum Islam gekommen. Aber andere Personen sind nie zum Islam gekommen. Die nah dran waren. Wer zum Beispiel? Abu Talib. Ist nie zum Islam gekommen und war nah dran. Und kriegt deswegen die leichteste Strafe in der Hölle, wie in Bukhari steht. Hat dem Propheten geholfen. Der hat geglaubt. Der hat gesagt, ich glaube, das ist der wahre Weg, aber ich nehme nicht an. Der wusste es, so sinngemäß. Der wusste, das ist der Prophet. Der war schon vom Herzen überzeugt, aber vom Herzen überzeugt, dann reicht alleine nicht. Sondern du musst dann auch sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aber er hat sich entschieden, auf der Religion seines Opas zu sterben. Seht ihr? Und deswegen sage ich euch, warum erwähne ich das nochmal? Das ist der Punkt. Ihr, erster Punkt ist heute, ihr leitet nicht recht, sondern ihr zeigt die Rechtleitung, ihr zeigt den wahren Weg und nicht aufgeben, wenn jemand weit weg ist, vielleicht kommt er als erstes zum Islam. Und ein guter Weg, wie man mit den Leuten redet, mit denen man diskutiert. Ich gebe euch eine Frage, die müsst ihr euch unbedingt aufschreiben. Die ist ganz wichtig. Wenn ihr mit jemandem redet, es gibt manche Leute, die laufen 100 Jahre mit den Muslimen rum und die sind eigentlich überzeugt, aber irgendwie kommen nicht dazu, die Shahada zu machen. Ich gebe euch jetzt, glaubt es mir, die beste, also meiner Meinung nach, die beste Frage, wie ihr die Leute dazu kriegt, den Islam anzunehmen. Vielleicht kennt ihr einer, vielleicht hat das schon einer bei mir mitbekommen, was ich die Leute immer frage. Nee, das ist was anderes. Das ist ja, wenn mich jemand fragt. Aber jetzt frage ich ihn etwas. Was ist der Sinn des Lebens? Das ist eine Frage, um mit dem ins Gespräch zu kommen. Aber wenn ich schon mit dem geredet habe und der läuft eigentlich rum und so weiter, ja, der weiß es, 100%.
Genau. Allahu Akbar. Du fragst ihn, glaub mir, Bruder, mach das. Wenn du jemanden hast, der immer in die Moschee kommt und so weiter, frag ihn, was hält dich davon ab, Islam anzunehmen? So. Entweder der sagt, das und das und das und das, dann sagst du, okay, guck mal, die Sache ist so und so und so, du gibst die Antwort, oder du sagst, ich gucke nach der Antwort, oder ich zeige dir jemanden, der dir die Antwort gibt, oder er sagt, ja, eigentlich nichts. Dann sagst du, okay, wenn du glaubst, der Koran ist das wahre Wort, guck mal, habt ihr es mal gemerkt, ich mache das fast immer in den Konvertierungen. Glaubst du, Allah ist der einzige Gott? Ja. Glaubst du, der Koran ist das Wort Gottes? Ja. Glaubst du, der Prophet Mohammed ist der Prophet? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wenn er sagt ja, dann sagst du, okay, was hindert dich jetzt zu sagen, La ilaha illa Muhammad Rasulullah? Weil wenn du jetzt so stirbst, du sagst ja, du glaubst, dann bist du in der Hölle. Diese Frage müsst ihr euch merken. Was hindert dich, den Islam anzunehmen? Du hast das bestimmt auch bei Abu Enes gesehen, bei der Kundgebung in Frankfurt mit diesem einen da, ne? Ja, ja. Aber dabei kommt die Frage etwas später. Das ist eine ganz wichtige Frage. Was hindert dich, den Islam anzunehmen? Weil dann kommst du auf den Punkt, vielleicht sagt er, ja, ich glaube an Christentum. Dann sagst du, okay, dann reden wir jetzt über Christentum. Zweite Sache. Was wichtig ist, ist, dass man erstmal zuhört, was er zu sagen hat. Weil es gibt zwei Arten von Dawah. Einmal natürlich die 1:1 Dawah, wenn du mit einem redest. Oder natürlich ein Vortrag. Ein Vortrag hat wieder andere Regeln. Da reden wir gleich drüber. Bei einem Vortrag kannst du es nie jedem recht machen. Nie. Es sind immer irgendwelche Leute, die sauer sind und dem einen oder anderen gefällt es nicht. Das ist immer so. 100%. Das geht gar nicht anders. Aber hier ist wichtig, dass man erstmal zuhört. Wie bei einem Doktor. Du bist praktisch der Doktor fürs Herz. Wenn du zu einem Arzt gehst und du kommst bei dem Arzt rein, der sagt, ja, hier ist Ihre Medizin. Das Moment, ich habe Ihnen noch gar nicht erzählt, was ich für Probleme habe. Deswegen hörst du erstmal zu. Deswegen erstmal zuhören, was derjenige zu sagen hat. Zu welcher Gruppe gehört der? Weil es gibt wieder drei Gruppen. Erstens, der Uninteressierte. Zweitens, der Feindliche. Ihr Muslime, 11. September und das ganze, die ganzen Kopftücher hier in Düsseldorf. Ja, so zum Beispiel. Ne? Und dann hier. Und dann gibt es den Interessierten. Der Interessierte ist einfach, mit dem zu reden. Da braucht man nicht drüber zu reden. Der Uninteressierte, der ist manchmal schwieriger als der Feindliche. Weil mit dem kommst du ja nicht ins Küche und sagst, kein Bock, komm. Kein Lust, das Büro. Aber der Feindliche, mit dem kommt man ja ins Gespräch, weil der sagt, ja, so und so, hören Sie mal. Mit dem kommt man leicht ins Gespräch. Wie kann man mit dem ins Gespräch kommen, der Feindliche? Tipp. Zum Beispiel, ja, Alter, Sie machen diesen, das. Wie kommt man mit dem ins Gespräch? Man sagt zum Beispiel zu ihm, wie Yusuf Essen gesagt hat, danke, dass Sie mich über meine Religion fragen. Der Yusuf Essen macht das total cool, ja? Weil der sagt, weil du musst dir vorstellen, der fängt an zu, oh, das Video, ich brauche hier die ganzen Kopftücher und hin und her. Wenn er eine Frage stellt, sagst du, danke, dass Sie mich über die Religion fragen. Wenn der keine Frage stellt und macht nur Vorwürfe, wie macht man das? Wie nimmt man ihm die Luft aus den Segeln? Weil du musst ja, willst mit ihm ins Gespräch kommen. Vielleicht ist der einer wie, der feindlich gesinnt ist, wie Khalid ibn al-Walid, kommt nachher zum Islam. Kann doch sein. Jeder ist potenzieller Muslim. So, wie kriegst du ihm den Wind aus den Segeln genommen? Und hier musst du unterscheiden, ob du das vor Leuten machst, weil vor Leuten kann sein, wenn er mit dem, guck mal, manche Leute, die kritisieren Ahmed Didat, weil Ahmed Didat hat manchmal seine Kontrahenten blamiert. Ja? Er hat die manchmal blamiert und da sagen manche, es ist eigentlich nicht islamisch, das zu machen. Man soll die normal nicht blamieren. Ich sage, was Ahmed Didat macht, ist richtig. Weil in der Situation, weil jede Situation, wir haben gesagt, Hikmah, jede Situation hat eine andere Regel. Und Ahmed Didat hat Dawah gemacht vor Tausenden von Leuten. So, und hier geht es nicht um diese Person, mit dem er diskutiert, hier geht es um die anderen Tausend. Dass die genau sehen, dass das, was der erzählt, dieser Typ, Schwachsinn ist. Ja? Das heißt, wenn du vor Leuten machst und da kommt jemand, da kann es manchmal wichtig sein, ja, dass man ihm vielleicht etwas gibt, wo man einen richtigen Konter gibt. Wie Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., wie der gesagt hat, wie der König gesagt hat, ich gebe Leben und lasse sterben. Was hat er gesagt? Dann lass die Sonne mal vom Westen aufgehen, wenn Allah sie im Osten aufgehen lässt, sinngemäß. Steht hier, der hat ihn blamiert von den Leuten. In dem Sinne. Ja, oder nicht richtig blamiert, aber der hat denen so eine Huscha gegeben, dass der dort steht und nichts mehr sagen kann. So, aber normalerweise, wenn du einzeln mit jemandem redest, der kommt feindlich rüber, ja, in diesem Fall
Die Grundlage ist immer Freundlichkeit. Kann man sagen zum Beispiel, das kann ich gut verstehen, da bin ich auch Ihrer Meinung. Zum Beispiel, er sagt, ja, gucken Sie mal hier, da, 11. September, hören Sie mal. Sagen Sie, ja, ich habe auch gemeint, das ist echt eine graue Sache gewesen, die grausam ist. Aber dann stellst du halt eine Gegenfrage. Aber was ist denn jetzt beispielsweise zum Beispiel mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Zweiten Weltkrieg? Das sind ja alles Sachen. Terrorismus ist ja kein Monopol der Muslime, zum Beispiel. Oder er kommt mit Kopftüchern. Guck mal, ich sage euch mal was, wie man diesen Leuten, guck mal, zum Beispiel bei mir, guck mal, ich bin im Supermarkt, ich bin ja Deutscher, ne? Und meine Frau geht da lang und die ist ja komplett verschleiert. Und da kommt ein Mann vorbei und der will, und der sieht meine Frau, und dann will er sich so bei mir ausheulen, weißt du? Hat er gesagt, er könnte jetzt mit mir so, ja hier, gucken Sie mal, wie die rumlaufen hier, so nach dem Motto. Ne? Und habe ich, und wisst ihr, was ich gesagt habe? Eigene Waffen. Guck mal jetzt, die Antwort. Hat sie ihm gesagt, ja wieso? In Deutschland das Gesetz, jeder kann rumlaufen, wie er will. Ich sage, Allah, Herr, jeder kann rumlaufen, wie er will. Sind Sie gegen das Grundgesetz? Nee, ja, ich habe das gesagt. Verstehst du so? Verstehst du, ist ja so. Ich habe gesagt, in Deutschland kann jeder rumlaufen, wie er will. Lassen Sie die Frau doch rumlaufen, wie sie will. Ja? Oder sind Sie gegen das Grundgesetz? Gibt es hier eine Kleiderordnung oder wie? Nichts, was man da sagen soll. Versteht ihr? Muss da manchmal den Spieß rumdrehen. Ja, hier, die werden doch alle gezwungen. Ja, wie viele Frauen kennen Sie denn, die zum Kopftuch gezwungen werden? Jetzt gibt es natürlich manche Stufen. Ja, ich kenne das. Ich arbeite dort und dort. Und bei mir oben, da wohnt ein Türke und unten wohnt ein Marokkaner. Und der eine hat seine Frau geschlagen. Dem anderen ist die Frau auch laufen gegangen. Verstehst du? Solche Schlauberger hast du natürlich immer. Bruder, du kannst es nie jedem recht machen. Verstehst du, was ich meine? Das ist nun mal so. So. Jedenfalls ist es wichtig, hier in dieser Sache, ja, zum Beispiel eben das Wind aus den Segeln zu nehmen, mit einer Frage oder zum Beispiel, indem man sagt, mir geht das ähnlich und so weiter und so fort. Ja. Die zweite Sache ist, der uninteressiert ist. Wie kannst du den, der uninteressiert ist, wie kannst du bei ihm Interesse wecken? Es gibt eine Frage, die so gut wie jeden Menschen interessiert. Wenn diese Frage den nicht interessiert, dann Brustmahlzeit. Das ist, was ist der Sinn deines Lebens? Glaub mir, die Frage öffnet Wege. Was ist der Sinn deines Lebens? Entweder er labert irgendeinen Schwachsinn, glaub es mir, du wirst es sehen. Gibt immer nur vier Antworten, schaut euch den Vortrag an. Entweder er erzählt irgendeinen Blödsinn oder er sagt, ich weiß es nicht. Aber meistens, wenn sie dir Konter geben wollen, dann erzählen sie irgendeinen Blödsinn. Merke dir das. Wenn der irgendwas erzählt, erzählt er das nur, weil er dir als Muslim nicht recht geben will, dass du auf dem richtigen Weg bist. Dann erzählt er, ja, die Apoplyplyse, Aproplinoxe und Dingsbums Armstrong ist zum Mond geflogen. Irgendwas erzählt er dir schon. Glaub es mir. Glücklich sein. Ich bin glücklich und erfüllt. Sie sind glücklich und erfüllt. Am 11.11. um 11.11 Uhr, wa? Was? Und jetzt? Ruf es nochmal an. Das hier. Ach so. Ja, ich muss das in der Hand tragen, sonst hören die Frauen nichts. Ich sag das ja. Das knackert zwar jetzt ein bisschen, aber Hauptsache die Frauen hören was. Ja. Oder sehe ich das falsch? Gut. So. Der Uninteressierte, eine Frage, mit dem man den Uninteressierten, was haben wir noch für drei Gruppen? Uninteressiert, interessiert, feindlich. Der Feindliche, man kommt meistens, er stellt irgendwelche Fragen, ich habe ein paar Tipps gegeben. Ja. Erstmal, wenn er eine Frage stellt, warum machen Sie im Islam diese, dies, sagt man, danke, dass Sie über meine Religion fragen. Und dann machst du ihm erstmal einen Vortrag, bis du ihm die Frage beantwortest. Aber bevor ich ihm die Frage beantworte, muss ich ihm sagen, ich darf in meiner Religion nicht lügen. Hast du ihm schon mal die erste Antwort gegeben? Weil Allah sagt, Kulu kaulun sadid, das sagt ein richtiges Wort. Das heißt, ich muss über die Religion die Wahrheit sagen. Und das Schöne ist, selbst wenn ich ihm nicht die Wahrheit sagen würde, unsere Religion basiert auf authentischen Fundamenten, Koran und Sunna. Sie könnten es nachschlagen und sehen, was die Wahrheit ist. Das heißt, hast du ihm die zweite Information gegeben,
dass der Koran und die Sunna authentisch und unverfälscht sind, okay? Das heißt, du hast schon mit dem Dawah gemacht, bevor du die Frage beantwortet hast. Und dann beantwortest du die eine oder andere Frage. Und das werden wir in den folgenden Unterrichten des Dawah-Kurses machen. Wir werden darüber reden, wie redet man über die Rolle der Frau im Islam, warum darf der Mann 4 Frauen heiraten, warum nicht 5, ja, zum Beispiel. Warum darf die Frau nur einen Mann heiraten, ja, und der Mann darf 4 Frauen heiraten, zum Beispiel. Werden wir die ganzen Sachen reden. Warum trägt die Frau Kopftuch? Warum trägt sie kein Bart? Wie der Mann. Ich muss es immer wieder betonen, ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Frau keinen Bart trägt. Der Bart ist Hijab für den Mann. Kann er seine Schönheit mit verstecken? Oder die nicht vorhandene. So. Dann, was wichtig ist, dass man mit den Menschen über Dinge redet. Das werde ich nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, inshallah. So. Dann der dritte Punkt ist die innere Einstellung. Welche innere Einstellung sollst du haben? Die Grundlage bei der inneren Einstellung, die du hast dem anderen gegenüber, ist, dass du ihm das Beste willst. Du musst an ihn, dann wirst du einen großen Erfolg haben. Wenn du einfach nur Dawah machst, um Dawah zu machen, ach ja, oder um ihn fertig zu machen. Fertig machen kann manchmal nützlich sein, wenn Leute drumherum sehen, damit die sehen, dass der Unsinn erzählt. Wenn du zum Beispiel mit irgendeinem Islamhasser von PI redest, ja, dann kannst du den ruhig fertig machen mit Argumenten. Ja, ja, dass du eins nach dem anderen. Aber ja, das Beste, die Grundlage ist, immer freundlich sein. Und wenn man etwas nicht weiß, was sagt man dann? Weiß ich nicht, muss ich nachschlagen. Ist gar keine Schande. Das Schlimmste ist, wenn dich einer etwas fragt und du weißt es nicht und du fängst an zu rudern. Du wirkst total unsicher. Komm, wenn du mich jetzt etwas fragst und du merkst, ich weiß es nicht, aber antworte trotzdem. Erstens, du lügst über die Religion. Zweitens, im Endeffekt merkt der, dass du irgendwas erzählt hast. Und das hat vielleicht nachher noch einen größeren Schaden für die Religion als alles andere. Besser ist, der fragt dich irgendwas. Du sagst, ich bin kein Gelehrter, da habe ich jetzt keine Antwort drauf, aber wir können es gerne nochmal treffen, dann frage ich jemanden, der mehr Wissen hat als ich. Bumm. Wie wirkt das? Das wirkt total selbstsicher. Das wirkt total selbstsicher. Ja, die haben mir einige Fragen gestellt jetzt auch, das haben sie dann nachher gar nicht veröffentlicht, weil ich einfach gesagt habe, ja, weiß ich nicht, da muss ich nochmal nachgucken. Punkt. Oder jetzt mit Fernsehen, dann sage ich manchmal, wenn mir eine Frage stellt, sage ich, ja, das kann ich in dem Rahmen nicht darauf antworten, weil da muss man lange Erklärungen haben. Das ist eine Frage, die kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Das ist zum Beispiel gut, wenn dir einer eine Frage stellt, die du nicht beantworten kannst, du sagst ihm, die Frage kann man nicht mit Ja, der will so Ja oder Nein hören, dann sagst du, man kann nicht jede Frage mit Ja oder Nein beantworten. Wenn er sagt, ja, antworten Sie mit Ja oder Nein, der bleibt dran, dann sagst du, man kann nicht jede Frage mit Ja oder Nein beantworten. Also wie gesagt, ich kann Ihnen gerne die Frage beantworten, da brauche ich einen längeren Zeitpunkt für. Und wenn er sich schon immer noch dran hält, dann sagst du, okay, dann beantworten Sie mir diese Frage mit Ja oder Nein. Ist Ihre Mutter schon aus dem Knast? Antworten Sie mit Ja oder Nein. Wenn er sagt Ja, dann sagst du, ah, die war im Gefängnis gewesen. Sagt er Nein, aha, sie ist immer noch im Gefängnis. Ja, okay. Weiter. Innere Einstellung, dass du daran gehst, mit der Absicht, für diesen Menschen das Beste zu wollen. Ja, was ist? Ja, und bei den Frauen, es wäre sehr schön, wenn man dort leise ist. Ja? Weil es gibt einige, die wollen was mitbekommen. Ja? Ja? Okay. Deswegen, ich sage euch eins. Guck mal, wenn man eine Kamera hat, dass die Frauen einen Bildschirm haben, ist bei den Frauen immer Ruhe. Ist so. Weil durch das Bild ist man aufmerksamer, als wenn man nur Ton hört. Bei Ton, dann ist der Kaffeeklatsch dann angenehmer und interessanter. Ist wirklich so. Gut. Das heißt, du willst das Beste für ihn. Das kannst du auch sagen. Du kannst zu ihm sagen, guck mal, Thomas, Stefan, weißt du, ich sage dir diese Sachen nicht, weil ich da Geld für kriege, sondern weil ich dir das Beste wünsche und ich glaube, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist.
Bruder, das ist ein ganz wichtiger Satz. Du sagst, Bruder, oder nicht Bruder, du sagst, Stefan, dies, das. Ich sage das nicht zu dir, weil ich dich beleidigen will oder weil ich was Böses für dich will, sondern weil ich mir für dich das Beste wünsche. Und der Islam ist der einzige Weg zum Paradies, die einzige Rettung vor der Hölle. Wenn du das zu ihm sagst, dann wird er nicht böse sein. Deswegen bitte ich dich, informiere dich. Wenn du willst, ich kann dir gerne ein Büchlein geben. Aber habe diese innere Einstellung, Bruder. Das Wort, was vom Herzen kommt, kommt an die Herzen. Das Wort, das nicht vom Herzen kommt, trifft die Herzen nicht. Nehme dir vor, stelle dir vor, dieser Mensch geht in die Hölle. Und sage zu ihm, Stefan, Thomas, was auch immer, ich wünsche dir das Beste. Deswegen möchte ich dir diese Botschaft geben. Ich möchte dich nicht beleidigen oder irgendwas anderes. Ich möchte, dass du am jüngsten Tag auch ins Paradies gehst. Glaub mir, dieser Satz, der hat viel Einfluss. Weil die Leute denken, wir wollen die erobern oder irgendwas. Wir wollen die Herzen erobern. Wir wollen gemeinsam mit den Leuten gewinnen. Okay? Viertens, der Maßstab und Selbstbewusstsein. Ganz wichtig, Selbstbewusstsein. Da habe ich eben schon drüber geredet. Überall im Leben musst du Selbstbewusstsein haben. Und gerade im Islam. Bruder, wisst ihr was? Viele Leute denken, boah, der Vogel, der ist ja sowas von selbstbewusst. Stimmt oder habe ich recht? Ich bin nur bei Islam selbstbewusst. Glaub mir, alles, weil ich 100%, also was heißt nur? Also auf jeden Fall, bei, also bestimmt nicht nur, aber bei Islam, da bin ich wirklich selbstbewusst. Weil ich genau weiß, das ist der wahre Weg. Ohne jeden Zweifel. Und ich weiß, Allah ist auf unserer Seite in dem Sinne mit seiner Hilfe. Das heißt, warum soll ich nicht selbstbewusst sein? Und für mich ist alles, was dem Islam widerspricht, falsch. Merke dir das. Bruder, merke dir das. Alles, was dem Islam widerspricht, ist falsch. Und der Islam ist die einzige Wahrheit. Und sage dir das immer wieder. Der Islam ist die Wahrheit. Der Islam ist die Wahrheit. Der Islam ist die Wahrheit. Und alles, was dem Islam widerspricht, ist Batil, ist falsch, ist Irreleitung. Merke dir das. Das ist so. Und da braucht man keine Angst zu haben, das zu sagen. Weil viele Leute denken, oh, das sollte man vielleicht nicht sagen. Das ist das Problem, man muss Selbstbewusstsein haben. Es ist nicht verboten zu sagen, das ist Meinungsfreiheit. Ich kann über die Straße gehen und sage das. Das ist die Herausforderung für diese Gemeinschaft. Dass wir den Mund aufmachen und genauso artikulieren. Aber warum werden diejenigen angegriffen, die das sagen? Weil die anderen es nicht sagen und sich verstecken. Wenn jeder Muslim das sagen würde, wäre das eine normale Sache. Aber jetzt, weil die anderen es nicht sagen, bist du auf einmal radikal. Aber jeder Muslim glaubt das. Ist so. Jeder Muslim muss glauben, dass der Islam die einzige Rettung vor der Hölle ist. Und dann hast du Selbstbewusstsein. Und dann kommst du auch zum Maßstab. Wisst ihr, was jetzt der Maßstab geworden ist? Der Maßstab für die Wahrheit ist nicht das deutsche Gesetz. Oder was gefällt Heinz und Hans und was weiß ich, Franz? Oder was gefällt Frau Merkel? Oder was gefällt Tony Blair? Oder was gefällt Balu der Bär? Oder so. Der Maßstab für Islam ist, wir haben logische Beweise in der Religion. Weil du musst dir vorstellen, weil das, Brüder, das ist ein ganz wichtiger, richtiges Problem. Jede Frage, die, mit der man zu dir kommt, wenn du Selbstbewusstsein hast und weißt, Islam ist die Wahrheit, hast du eine Antwort drauf. Ja, warum muss im Islam die Frau Kopftuch tragen? Früher bei uns in den türkischen Ländern die Sonne und da wird die Haut geschützt. Und ja, wissen Sie, damit die Frau ein Geschenk, das schön ist, das verpackt man auch. Und dann die Frau, wenn die ihre Reize nicht bedeckt, vielleicht wird sie vergewaltigt. Ach, was ist das für eine Wirkung? Der hat dich schon platt gemacht. Natürlich, du kannst solche Argumente bringen. Aber weißt du, was die beste Antwort ist? Allah hat das im Koran befohlen. Boah. Was will er jetzt noch sagen? Was will er jetzt noch sagen? Will er sagen, die glaube ich nicht. Dann sagst du, ja, warte, Moment. Ich kann Ihnen einige Beweise aus dem Koran bringen, dass der Koran von Allah ist.
Oder sagt, glaube ich nicht. Er sagt, steht doch in der Bibel, 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 7. Steht auch das Kopftuch. Oder du sagst zu ihm, wie kommt es, dass sie glauben, dass es nicht möglich sein kann, dass Allah dies befiehlt, das Kopftuch? Welche Antwort will er geben? Ja, gefällt mir nicht. Dann sagst du zu ihm, denen gefällen viele Sachen nicht, die Allah bestimmt hat. Gefällt ihnen Leberkrebs? Hat Allah erschaffen. Gefällt ihnen Haarausfall? Hat Allah erschaffen. Gefällt ihnen der Tod? Allah hat den Tod bestimmt. Das heißt, wie können, Brüder, weil das ist diese Logik, wie können sie ausschließen, dass Allah etwas bestimmt hat in der Religion, was ihnen nicht gefällt? Weil versteht ihr, mit vielen Leuten redet ihr, das ist der Maßstab, Selbstbewusstsein. Mit vielen Leuten redet man in der Dawa und die machen den Maßstab zur Richtigkeit der Religion, was ihnen gefällt. Ja, im Islam darf ich kein Schweinefleisch essen. Da fängt der Muslim an, ja, der Kühlschrank, früher war der Kühlschrank und heute. Achi, dann sagt sie ihm, ja, Allah hat das verboten im Koran. Er sagt, ja, glaube ich nicht. Warum? Schweinefleisch schmeckt doch lecker. Dann sagt sie, ja, Kiffen tut ihnen vielleicht auch gut manchmal, aber ist auch verboten. Alkohol fühlt sich vielleicht auch manchmal gut, ist auch verboten. Allah weiß am besten, was verboten ist. Und das ist die andere Antwort, die müsst ihr euch merken. Jede Sache, die Allah für uns verboten hat, die ist schädlich für uns. Das heißt, es ist schädlich für uns, diese Tat zu machen. Jede Sache, die Allah uns geboten hat, ist gut für uns. Ob wir diese erkennen oder nicht erkennen, ob wir die Weisheit dahinter erkennen oder nicht erkennen. Wie ein Kind. Mit einem Kind gehst du zum Arzt und das soll eine Spritze kriegen, eine Impfung. Was wird das Kind machen? Schreien. Nein! Aber du als Erwachsener weißt, dass diese Impfung gut für das Kind ist. Ich meine jetzt nicht die Schweinegrippe-Impfung. Ja? Ich meine im Allgemeinen. Und dann wird das Kind diese Impfung bekommen. Wird schreien, aber die Impfung ist gut für ihn. Warum hast du dafür gesorgt, dass dein Kind die Impfung bekommt? Weil du weißt, dass diese Impfung gut für das Kind ist. Weil du weiser bist, mehr Wissen hast als das Kind. Und Allah hat unendlich mehr Wissen als wir. Und er weiß von Dingen, dass sie gut für uns sind, bei denen wir nicht wissen, ob sie gut für uns sind. Und Allah sagt im Koran, "Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." Es kann sein, dass ihr eine Sache liebt und sie ist schlecht für euch. Und es kann sein, dass ihr eine Hasssache hasst und sie ist gut für euch. Und alles, was Allah uns bestimmt, ist gut für uns. Denn er sagt in Surah 20, Vers 2, sagt er, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben so den Koran nicht herabgesandt, damit du elendig bist. Das heißt, der Maßstab sind nicht die Gelüste der Menschen. Ja, ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr das versteht. Ich habe einmal mit einem Mädchen geredet, Iranerin, Exil-Iranerin. Ja. Da bin ich gerade ich weiß gar nicht, ob ich da schon Muslim war. Und da hat sie gesagt, ich bin keine Muslimin. Ich bin Buddhistin. Ist ja klar, ne? Das ist ein gutes Image. So, der Dalai Lama hat für jeden ein Lächeln. Ne? Kommt an. Keiner hat was dagegen. Ein bisschen meditieren. Räucherstäbchen anmachen. Und so weiter. Ne? Gutes Image. Da habe ich sie gesagt, ja, ist mir zu streng, weil bei Buddhismus, da muss man ja so asketisch leben, soll man gar kein Fleisch essen und so. Bei Islam gefällt mir besser, wo darf ich nur kein Schweinefleisch essen, sonst kann ich alles essen, bei Buddhismus soll man gar kein Fleisch essen. Da hat sie gesagt, ach ja, darf man gar kein Fleisch essen? Ja, dann ist das vielleicht doch nicht die richtige Religion für mich. Verstehst du, was war der ihr Maßstab? Der ihr Maßstab war die beste, mal gucken, im Garten der Religionen, ah, warte mal, der Religion, das ist die Religion, da kann ich Halligalli machen, in die Disco gehen, aber da darf ich nicht kiffen, warte mal. Aber in der Religion ist die Anarchie-Religion, da darf ich alles machen. Boah, cool, die Religion nehme ich. Was ist das für eine Herangehensweise? Ich muss fragen, was will Gott von mir? Und das müsst ihr immer wissen. Ihr müsst den Leuten sagen, das eigene Empfinden oder die eigenen Gelüste sind kein Maßstab für die Wahrheit. Das heißt, man muss Selbstbewusstsein haben und den Maßstab für die Wahrheit finden. Dann, fünftens, man muss wissen, es gibt einen Unterschied, ob man 1:1 redet oder ob man vor großem Publikum redet. Was ist der Vorteil von einer Diskussion 1:1? Was ist der Vorteil zu dem Diskussion vor Publikum?
man ist nicht so aufgeregt. Man, okay, man ist nicht so aufgeregt. Das ist ein Punkt. Was noch? Man ist vertrauter mit der Person. Genau. Man ist vertrauter mit der Person und dadurch kann man effektiver, intensiver Dauer mit dieser Person machen. Das ist der Vorteil. Der Vorteil von der Masse ist, vom Publikum ist, dass man mit vielen Leuten auf einmal redet. Aber wie ich schon gesagt habe, trifft man dann nie das Thema von jedem. Brüder, und das ist auch wieder so ein Fehler. Einmal ein Bruder ruft mich an, die haben mich eingeladen zum Vortrag. Und sagt er, ja, da war eine Frau gewesen und so, der hat das nicht gefallen. Durch die Meinung der Frau will er jetzt praktisch mir die Schuld geben, dass ich einen Fehler gemacht habe bei dem Vortrag. Weil die wohl überhaupt gar keine Ahnung von Islam hat und dann auch nicht genau verstanden hat, wovon ich geredet habe. Verstehst du, aber ich wusste gar nicht, dass sie da ist, weil ich war in der Moschee, da waren nur Muslime gewesen und da war eine Nicht-Muslimin. So, ich habe über Themen geredet, die mehr Muslime angehen. Guck mal, zu dem Dawa-Kurs, jeden Samstag und nächste Woche, Freitag, Samstag in Berlin mache ich den Dawa-Kurs über ein spezielles Thema. Und ihr könnt das, wenn ihr es nicht live mitbekommt, immer im Internet nachverfolgen. Selbst wenn ihr einen Kurs verpasst, so könnt ihr für den Test alle Unterrichte nochmal durchgehen. Weil ich werde alle fragen. Von dem heutigen Vortrag wird nur eine schriftliche Zusammenfassung gefragt. Das heißt, wer sich Notizen gemacht hat, macht eine schriftliche Zusammenfassung. Bitte, Bruder. Okay. Jetzt. Dann hat man manchmal mit Leuten zu tun, die Dawa kaputt machen wollen mit Einwürfen. Das heißt, du redest mit jemandem über Islam, bist du am Aufnehmen? Ja. Okay, hast du Glück gehabt. Du redest mit jemandem über Islam, ja? Und der versucht, die Dawa kaputt zu machen. Ja, aber, und sie haben dies, und dann, und die Frau, und das, und Beschneidung, und hast du nicht gesehen, und so weiter und so fort. Erstmal, wenn man es nur mit so einer Person zu tun hat, was macht man? Wenn du merkst, hat gar keinen Sinn, mit dem zu quatschen, verpulvere deine Zeit nicht. Gib dem die Hujja und das war's. Sagst du dem, ja, ich wünsche auch für sie das Beste. Und wir glauben, Islam ist die einzige Rettung vor der Hölle. Arrivederci. Verstehst du? Oder tschüss. Oder güle güle, kannst du auch sagen. Meinetwegen. Ja. Okay? Aber wenn du vor Leuten bist, was musst du da machen? Da musst du halt mit dem beispielsweise, mit dem Bruder. Bruder, bitte, während dem Vortrag, ne, das ist auch eine Dauerregel, wird nie Essen verteilt und Trinken verteilt. Weil das die Leute ablenkt und den Vortrag ablenkt. Während dem Vortrag wird nie Essen, wer Essen und Trinken will, es nicht aushalten kann, der kann rausgehen. Kurz und kommt wieder rein. Weil wenn man anfängt, Essen und Trinken zu verteilen, dann hörst du auf einmal keiner was. Der ist da am Reden, der ist da am Reden, der ist da am Reden. Weil alles hat seine Zeit. Essen hat seine Zeit, Trinken hat seine Zeit. Ja? Und wenn hier einer durch die Reihen geht mit der Wasserflasche und gibt jedem was zu trinken, willst du was zu trinken? Willst du ein halbes Glas, ein volles Glas? Ja? Das macht unsere. Ich war einmal bei einem Vortrag gewesen, ich bin bald wahnsinnig geworden. Da haben die Tee verteilt und da saßen die alle mit den Teegläsern vor mir, waren umrühren. Kling, 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 kling. 30 Teegläser. Ich habe zu denen gesagt, ey Bruder, ich kann nicht mehr weitermachen. Ich höre nur kling, kling. Der eine ist da am Reden, der andere da. Ja. Dann in manchen Fällen muss man den Dawa kaputt machen, kann man auch den etwas blamieren. Wenn, es kommt auf die Situation an. Die Grundlage ist immer vernünftig reden. Ja? Aber wenn man jetzt vor Leuten redet und du hast die Gefahr, dass der dich kaputt macht, ja, wie kann man reagieren? Der kommt, ja, und sie haben im Islam dies, und sie haben im Islam das, und das, das, das. Und um dich herum stehen Leute. Verstehst du, die Leute können den Eindruck kriegen, guck mal, der ist am Rudern. Ja, dann sagt man einfach, schauen Sie mal, meine Redensweise ist es, dass ich immer eine Frage nach der anderen beantworte. Aber wenn Sie nicht bereit sind, mir zuzuhören bis zum Ende, dann hat mit Ihnen ein Gespräch auch keinen Sinn. Jetzt hast du ihn vor den Leuten blamiert, weil du hast ihn praktisch dargestellt, guck mal, der will gar nicht diskutieren. Du hast das den Leuten gezeigt. Versteht ihr? Der kommt, ja, im Islam, warum dürfen sie vier Frauen heiraten? Du fängst an zu erzählen, ja, und Aisha war 9 Jahre alt. Und ja, dann fängst du an, ja, und dann 11. September. Hallo, Entschuldigung, Herr Müller-Meyer-Schmitz, ich war gerade dabei, die erste Frage zu beantworten und Sie haben schon wieder 2 neue Fragen gebracht. Meine Angewohnheit ist es, meine Gesprächsmentalität ist es, dass ich eine Frage nach der anderen beantworte. Wenn Sie aber nicht gewillt sind, mir zuzuhören, dann hat das Gespräch mit Ihnen auch keinen Sinn, dann möchte ich lieber mit dem Herrn hier nebenan reden.
Versteht ihr? Weil so nehmt ihr diesem Person da den Wind aus den Segeln. Der kommt, ja, und die ist das, 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 das. Ich wollte Ihnen eigentlich die Frage beantworten, aber wenn Sie andauernd mit einer neuen Frage kommen, bevor ich die erste Frage beantwortet habe, dann zeigt mir das, dass Sie gar nicht an einer Diskussion interessiert sind. Du sagst das zu ihm auf ganz höfliche Art und Weise. Die Leute, die drumherum stehen, die sagen nicht, ach ja, guck mal, der hat kein Benehmen. Wenn du sagst, ach, Alter, jetzt, als wenn du zurückschreist, dann sagen die, aber guck mal, der, wie der drauf ist. Verstehst du? Aber wenn du sagst, Entschuldigung, ich wollte Ihnen eigentlich eine Frage nach der anderen beantworten, aber Sie sind, es scheint mir, dass Sie gar nicht die Antwort hören wollen, sondern dass Sie einfach nur die Konversation von mir und dem Herrn so und so stören wollen. Verstehst du? Das hast du ihm total platt gemacht. Du hast ihn praktisch blamiert. Der kam vielleicht mit guten Fragen, aber dadurch, dass der dich nur fertig machen wollte, sagt der andere jetzt, boah, was ist das für ein Störenfried, der Typ, der will gar nicht diskutieren. Du sagst so, ja, der will gar nicht diskutieren, ihr der da, der will nicht diskutieren. Sondern sagst du dem, ich habe den Eindruck, dass ihn nicht um Diskussion geht oder um eine Antwort geht, sondern ihnen geht es nur darum, ein Gespräch zu stören. Denn wäre es anders, dann würden sie mich ja ausreden lassen, auf diese Art und Weise. Ja? So. Dann, was wichtig ist, ist dosierte Info. Ja. Manche Leute nehmen den Islam an oder die interessieren sich für den Islam. Da kommt direkt der Anruf, hey, hier ist jemand, der will Islam annehmen. Der wollte nur ein Buch kaufen, hat sich für Islam interessiert. Der will Islam annehmen. Lass dem erstmal seine Zeit, natürlich reden wir mit dem. Und dann geben die dem erstmal 20 Bücher. Hier nimm noch das Buch und das Buch und das, das und das. Gib dem eine kleine Sache. Der Prophet a.s. hatte die Angewohnheit, immer zu seiner Zeit Predigen zu machen. Weil mit der Angewohnheit werden die Leute faul. Guck mal jetzt. Ich sage euch was, wenn ich jetzt heute in einer anderen Stadt wäre, die nicht in Nordrhein-Westfalen wäre, dann wäre die Moschee garantiert noch viel rappelvoller. Warum? Weil hier die Leute kennen mich. Ist nicht so notwendig. Ach ja, der eine hat mich letzte Woche noch in Mönchengladbach gesehen, da sagt er, ach ja, heute fahre ich mal nicht, dann ich habe was anderes zu tun. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Stuttgart gefahren wäre heute, dann kommen die Leute vom Umland auch dorthin. Das heißt, weil die Gewohnheit, die macht die Sache langweilig. Deswegen dosierte Informationen geben. Kleine Broschüre und so weiter, Fragen stellen, was sind genau seine Probleme. Ja, weil das ist auch das. Deswegen erstmal Fragen stellen, was will der überhaupt? Der ist vielleicht Buddhist, du kommst rein, die Trinität ist falsch, die Trinität ist eine Trinität, interessiert ihn gar nicht. Ja, hier, dosierte Info. Ein Bruder, ja, der Bruder, der hat gerade angefangen, der war gestern noch in der Disco gewesen, dann fing er gerade an, den Islam zu praktizieren, dann hat er sich seinen besten Freund geschnappt, der Deutscher ist, hat gesagt, du musst mir zuhören, du musst mir zuhören. Dann hat er den hingesetzt, da hat er dem drei Stunden aus dem Koran vorgelesen auf Deutsch. Nein, nein, du musst mir zuhören. Ne? So, ja. Kannst du dir vorstellen. Aber Alhamdulillah, der Bruder hat auch den Islam angenommen. Also das ist aber besser als gar nichts. Besser als jemand, dem das alles egal ist. Besser der als jemand, der sagt, ach ja, einmal, ich treffe jemanden, ich sage zu ihm, hier, Bruder, kommst du zum Vortrag? Wir machen einen Vortrag in der Moschee. Dann sagt er zu mir, ja, nee, ich fahre in Urlaub. Ich sage, wo fliegst du denn hin? Nach Mallorca. Mallorca. Mit wem? Mit meiner Freundin. Oh. Er fliegt mit seiner Freundin nach Mallorca. Habe ich zu ihm gesagt, ja, Bruder, guck mal, Mensch, du weißt, das ist Haram, hin und her. Bring mal deine Freundin. Bring die doch mal in die Moschee, vielleicht nimmt die ja Islam, dann kannst du sie heiraten, dann kommst du aus der Sina raus. Weißt du, was der sagt? Ach, weißt du was, Bruder? Ich will die sowieso nicht heiraten. Kannst du dir vorstellen? Ich habe gesagt, da unwillige Achim. Ist dir also egal, ob die in die Hölle geht oder nicht, das darf doch nicht wahr sein. Willst du sowieso nicht heiraten, kann die ruhig in die Hölle gehen. Guck das mal, Achim. Der macht mit der Sina, A'udhu Billah, und er sagt, ja, soll ruhig in die Hölle gehen. Da musst du dir mal vorstellen, wo wir gelandet sind. Dosierte Info. Setz dich hin, komm, ich lese dir das im Koran vor. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Allah Lob sei Allah, dem Herrn der Welt. Stell dir mal vor, der liest dem drei Stunden vor. Aus der deutschen Übersetzung von Rudi Parat oder so. Nein, nein, setz dich hin. Aber Alhamdulillah. Und ich muss hier sagen, eine deutsche Übersetzung auch vorzulesen, ist eigentlich nicht schlecht, wenn jemand gut vorliest. Ja? Aber dosiert, dosiert. Ja? Kannst du ja nicht einsperren und dann 24 Stunden vorlesen. So.
Dann, was auch wichtig ist in der Dawa, gerade bei Dawa-Tischen oder bei Dawa-Veranstaltungen, und das ist immer so. Hier, ich habe jetzt Bilal Phillips gehört, genau diesen Punkt hat er auch angesprochen. Irgendjemand kommt in die Moschee, der will sich über Islam informieren, alle stürzen sich auf den drauf wie die Geier. Jeder will eine Information geben. Achi, lass einen reden. Jetzt, mit Abu Enes in Frankfurt. Der ist mit jemandem da, wo auf der Straße, Mann, der stellt dir eine Frage, nebenan der Muslim antwortet die Frage. Der sagt, hey, ich habe dem die Frage gestellt. Lasst einen reden, ansonsten der fühlt sich bombardiert. Stell dir mal vor, du gehst in die Kirche, da stehen auf einmal 30 Mann um dich herum. Ich meine, okay, du gehst nicht in die Kirche, Alhamdulillah, warum soll man sich das vorstellen? Blödes Beispiel. Aber okay, blödes Beispiel. Aber ich meine jetzt mal als Beispiel. Du kommst dir voll angegriffen vor. Der stellt doch gar nicht diese Fragen, der ist doch total irritiert. Der eine redet von da, der andere redet von da, der eine von da, wir sind richtig, du bist falsch, der von dir. Ja, das heißt, lasse einen reden. Gib ihm das Gefühl, dass er sich ein bisschen wohlfühlt. Locker, nicht da stehen 20 Mann um den herum. Und jeder will seinen Senf dazugeben. Gut. Neuntens, was wichtig ist, Brüder, viele Leute machen einen Riesenfehler in der Dauer. Die denken, es wäre wichtig, Dinge zu verstecken. Nee, das sind alles eigentlich neuntens, aber ihr habt das jetzt, ich habe die Nummer nicht genannt. Ist egal, da sind so viele Fawaid drin. Guck mal, erstens war, was ist deine Aufgabe? Zweitens war, zuhören. Drittens war, innere Einstellung. Viertens, der Maßstab und Selbstbewusstsein. Fünftens, die Dauer 1:1 oder vor Publikum. Da habe ich einige Punkte zu erwähnt. Dann, sechstens, Leute, die Dauer kaputt machen wollen. Wie man mit diesen Leuten umgeht. Ich habe sowieso, da sind eigentlich mehr Fawaid als 11 Tipps, da sind eigentlich mehrere Punkte. Ich habe ja gesagt, hier geht es um eine Zusammenfassung des Vortrages. Muss man nur schriftlich zusammenfassen. So. Dann sechs, siebtens war dosierte Info und achtens war nicht alle auf einen stürzen. Okay? Dann neuntens, Fitra. Neuntens ist, viele Leute denken, ja, guck mal, der hat Bart, lieber wir nehmen etwas vom Islam weg, rasieren uns, ziehen sich mit weiten Klamotten an und so weiter und so fort. Die denken, indem sie etwas vom Islam nicht zeigen würden, würden sie der Dauer nutzen. Ich sage dir, es ist, die Realität zeigt, dass es nicht der Fall ist. Denn wir sehen, erstmal, Allah leitet Recht, haben wir gesagt, oder? Und außerdem, derjenige, der Angst vor dem Bartträger hat, wie nimmst du ihm Angst vor dem Bartträger? Indem du den Bart rasierst? Nee, indem du als Bartträger mit ihm redest und sagst, doch, der ist eigentlich ganz nette Menschen. Haben auch einen Briefkasten und so. Verstehst du? Du nimmst ihn ja nicht die Angst vor dem Islam, indem du den Islam nicht zeigst. Die Frau, die Angst hat vom Kopftuch, die denkt, die Frauen mit Kopftuch sind unterdrückt. Du nimmst ja nicht dieses Vorurteil, indem eine Frau ohne Kopf du mit dir redest und sagt, ach ja, ich bin auch Muslimin. Necla Kelik hat ja jetzt gesagt, sie ist eine islamkritische Muslimin. Eine islamkritische Muslimin, das musst du dir mal vorstellen. Propheten haben beleidigt, Koran haben beleidigt, Islam haben beleidigt, aber ist eine Muslimin. Aber daran siehst du, dass die den Zug verpasst hat. Die hat einen Zug verpasst. Die denkt, Muslime bist du, wenn du in der Türkei geboren wurdest oder was. Oder in Afghanistan. Dann bist du Muslim oder wie. Ja, so ein Schwachsinn. So, das heißt die Fitra. Manchmal sieht der was vom Islam und der nimmt den Islam an. Glaub mir, unterschätze keine Information. Natürlich, wir fangen an mit dem Wichtigsten vor dem Wichtigen. Da kommen wir gleich als 10. Schritt für. Ja? Aber unterschätze nicht. Ich habe einmal einen Vortrag über Sina gemacht, über Sina. Warum Sina so gefährlich ist. Und da habe ich dann erwähnt, dass derjenige, der Sina macht, nicht verheiratet ist, 100 Peitschenhiebe kriegt. Kannst du dir vorstellen, da hat einer Islam angenommen wegen dem Vortrag. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Alhamdulillah. Das heißt jetzt nicht, dass du mit jemandem anfängst. Hallo, bei uns in der Religion, wenn jemand verheiratet ist und hat Sina gemacht, wird er gesteinigt. Du musst nicht anfangen. Verstehst du, was ich meine? Weil erstmal musst du die grundlegenden Sachen vom Islam verstehen. Ja?
Aber ich sage dir, verkrampfe nicht. Egal, was der dich fragt, ja, ist so. Ja, im Islam gibt es die Todesstrafe, stimmt. Ist so. Ist doch gut, oder? Ja, nein, ich finde das grausam. Das ist deine Meinung. Versteht ihr, das ist das Selbstbewusstsein. Die Leute sind immer so, ja, ist halt so. Das ist mein, ich habe das nicht erfunden. Das ist von Gott, das musst du dem klar machen. Das ist von Gott. Und Leute, egal, ob sich die ganze Welt gegen uns versammelt, Brüder, wir müssen das sagen. Wir müssen das sagen. Glaub mir, wenn du es nicht sagst, der Fluch Allahs wird dich treffen nach ihm. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumullah'inun. Diejenigen, die das verheimlichen, was wir von der offenen Verkündung herabgesandt haben, von den Beweisen der offenen Verkündung herabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klar gemacht haben, diese wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Das ist nicht mein Wort. Deswegen glaub es mir, denke nicht, du machst Abstriche von der Religion und du wirst dafür belohnt werden von Allah. Denke das nicht. Brüder, genau wie jetzt hier diese Migrationsbehörde da in Wiesbaden. Bruder, da kommen die Moscheeverbände und die unterzeichnen ein Blatt, wo sie vom Gesetz nicht zu verpflichtet sind, das zu unterzeichnen, dass sie sich für die Integration einsetzen. Was heißt Integration? Kann uns das mal einer definieren? Wenn Integration bedeutet, dass unsere Jugendlichen die deutsche Sprache lernen sollen, wer kann hier kein Deutsch? Gibt es hier einen, der kein Deutsch kann, der hier aufgewachsen ist? Können alle Deutsch. Besser als die Muttersprache. Haben wir aber nichts dagegen. Selbst wenn er kein Deutsch kann, sagen wir, okay, wenn das Integration ist, wir sind dafür. Kann er danach besser Dauer machen. Aber okay, wenn Integration ist, dass unsere Jugendlichen, ja, das heißt, sich vernünftig benehmen, die Kriminalitätsrate runtergeht, keine Drogen nehmen, nichts mit Zuhälterei zu tun haben, dann sagen wir, wir sind für Integration. Aber wenn Integration bedeutet, dass du den Weihnachtsbaum in die Moschee stellen sollst, dann sagen wir, das kann keiner von uns erwarten. Wisst ihr, was dort steht in diesem Schriftzug? Dass die Moscheen sich dafür einsetzen sollen, dass die muslimischen Mädchen zum Schwimmunterricht gehen sollen. Und die unterschreiben das. Alle Moscheen. Bis auf eine. Bis auf eine Moscheengruppe nicht. Ich dachte, die haben das gar nicht gelesen, oder? Bruder, nee, da weißt du, was das Problem ist. Ach, ich guck mal. Jazakallahu khairan. Da kommen wir wieder zum Selbstbewusstsein. Die Leute denken, ja, vielleicht kriegen wir sonst Probleme. Achi, du kriegst Probleme mit Allah. Achi, die denken, vielleicht kriegen wir Probleme, wenn wir das nicht unterschreiben, unterzeichnen wir das. Du kriegst Probleme mit Allah. Achi, und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn du das unterzeichnest, wenn dann der Pierre Vogel kommt und sagt, was soll diese Unverschämtheit mit so einem Integrationsvereinbarung, mit so einer unmenschlichen Integrationsvereinbarung, eine Assimilationsvereinbarung ist das. Bruder, man muss den Mund aufmachen. In Deutschland ist es nicht verboten, den Mund aufzumachen. Ich kenne das Land besser als jeder, der hier sitzt. Und da können die ruhig in der Zeitung was schreiben und einem auf den Keks gehen und auf die Nerven gehen. Das ist egal. Du musst als Letzter stehen und sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und nichts anderes. Und alles andere ist mir egal. Diese Einstellung muss man haben. Bruder, ansonsten wirst du gefressen. Hast du gedacht, du machst denen ein Zugeständnis und Allah wird dich dafür belohnen? Vor allen Dingen, Brüder, guck mal, wir sind doch nicht gegen etwas, wir sind doch nicht gegen etwas, was gegen diese Gesellschaft insgesamt verstößt oder für etwas. Wir rufen doch nicht zu etwas auf, was die Gesellschaft zerstört. Wir rufen doch nicht zu Gewalt auf. Wir rufen noch nicht zum Terror auf. Aber wir wollen die Religion so praktizieren, auf individueller Ebene, wie es uns eigentlich das Grundgesetz zugesteht. Religionsfreiheit. Wo ist das Problem, dass es einen getrennten Schwimmunterricht gibt? Vor 50 Jahren, zur Zeit von meinem Vater, wo der gerade in die Schule gekommen ist, da gab es keinen gemischten Sportunterricht. Das heißt, warum gibt es das heute? Und wenn ein Muslim dann sagt, das spricht gegen meine Moralvorstellung, dann wird er dann als der Böse stigmatisiert. Aber die können den nur als den Bösen darstellen, weil alle Muslime den Mund zumachen.
Dann muss man sagen, nicht mit mir, nee, bin ich dagegen, ganz einfach. Das ist dein Recht. Das ist dein Recht. Das ist dein Recht, aber wenn man den kleinen Finger gibt, dann hat man irgendwann den ganzen Arm rausgerissen. Ja. Das heißt, nichts von der Religion unterschritten, das war der 9. Punkt. Dann 10. Schritt für Schritt vorgehen. Wenn jemand nicht an Allah glaubt, du beweist ihm erstmal, dass er den Glauben an Allah. Ja, dann fängst du nicht an, mit ihm zu reden über irgendwelche abstrakte Themen. Deswegen, was auch eine wichtige Frage ist, wie mit Leuten ins Gespräch kommt, ist, welche Religion hast du? Und so kommst du mit ihm ins Gespräch. Ja? Was ist, du guckst immer auf die Minutenzahl, nur denn ist es knapp, oder? Ja. Und was ist der Beweis für Schritt, der Prophet, a.s., hat Mu'ath ibn Jabal nach Jemen geschickt. Hat gesagt, innaka la ta'ti qauman min ahli al-kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوْمِ إِلَيْ أَيْ يُوَحِّدُ اللَّهِ. Das heißt, du kommst zu einem Volk von Ahlul Kitab, so soll das Erste sein, wozu sie einlädst, dass sie Allah alleine dienen. Erster Schritt. فَإِنْ أَعْتَعُوكَ فِي ذَلِكَ فَأَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ فَرَّدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلًا. Wenn sie dir da gehorchen, dann sage, dass Allah ihnen 5 Gebete zur Pflicht gemacht hat bei Tag und der Nacht. Und wenn sie das gehorchen, sage ihnen, dass sie Zakat machen müssen. Das ist der Punkt. Brüder. So. 11. Was wichtig ist, ist die Hujja zu verteilen. Keinen Platz offen lassen. Der Mensch, der mit dir geredet hat, soll sich klar sein, wenn er islamisch annimmt, geht er in die Hölle. Viele Leute sagen hier, ja, Hikma in der Dawah. Das ist die Hikma. Die größte Hikma ist, dass du dem sagst, der geht in die Hölle, wenn er nicht Islam annimmt. Nur wie du es gibst, das ist die Frage. Zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe. Wenn du sagst, du gehst in die Hölle. Ja? Du kannst das so sagen oder du kannst sagen, Thomas, ich wünsche dir das Beste. Guck mal, wir sind die ganze Zeit hier am Arbeiten. Ich wünsche mir, dass du Islam annimmst, weil ich möchte gerne mit dir im Jenseits im Paradies zusammen sein. Ich möchte nicht, dass wir unsere Wege trennen. Kannst du so sagen. Verstehst du? Dann ist ein ganz anderer Ton. Du kannst sagen, ihr geht alle in die Hölle. Ja? Oder du kannst sagen, ich wünsche ihnen das Beste, weil das ist dein Ernst. Du wünschst ihnen ja das Beste, dass sie ins Paradies kommen und der Islam ist der einzige wahre Weg zum Paradies. 12. Punkt. Das war 11. Punkt, war die Hujja. 12. Punkt ist, dass man sich gerade auch bei Dawa mit Nichtmuslimen oder mit Leuten, die über einem stehen, klein macht. Klein macht. Das heißt, du kannst zu jemandem sagen, wenn du jetzt zum Beispiel Dawa machst mit einem Muslim, der kommt, der macht was falsch. Der betet zum Beispiel falsch. Du sagst zu ihm, zum Beispiel beim Sujud macht er so. Das heißt, der geht nur mit der Stirn auf den Boden. Aber Nase und Stirn muss auf dem Boden sein. Der geht jetzt nur mit der Stirn auf den Boden. Wenn du jetzt dahin gehst, und gerade der ist älter als du, dann mag er sowieso nicht so gerne von dir was anderes. Du sagst, hör mal, du betest falsch, du musst hier. Nase und Stirn musst du, ich kenne jemanden, der redet so mit den Leuten, du betest falsch hier, du musst Nase und Stirn drauf machen. Sagt er, was willst du denn von mir? Verstehst du, Bruder, er fühlt sich angegriffen. Weißt du, was du ihm sagen musst? Du musst ihm sagen, hör mal Bruder, vielleicht habe ich mich auch eben verguckt, ich weiß nicht, ich habe dich eben beten gesehen. Da habe ich gesehen, dass du nur die Stirn auf dem Boden hast, aber die Nase nicht. Ich habe gelesen, man muss Stirn und Nase auf dem Boden haben. Ist das richtig? Guck mal, du stellst dich doof hier. Du hast nicht gelogen, du fragst eine Frage. Ist das richtig? Das heißt, du stellst dich mit ihm auf eine Ebene.